Meine sehr geehrten Damen und Herren, an den Empfangsgeräten, wir befinden uns heute in München. Das erkennt man unschwer daran, dass man sich, wenn man ankommt, gleich deutlich ärmer fühlt. Präsentiert wird die heutige Episode von Alpakas on Tour von Jormas, logisch. Jormas, höher halten, nach der Kamera. Hinter der Kamera ein Mann, der doppelt so schön ist wie ich, aber ihr müsstet ihn sehen, wie er angezogen ist, unprofessionell wie eine Sau. Jedenfalls sind wir heute auf der Messe in München und schauen uns an, was die Hersteller in Zukunft für Textilien so verbrechen wollen und wie sie uns in Zukunft ausnehmen wollen. Kommt mal mit. Ja gut, das können wir eigentlich. Ich bin ein schlechtes Vorbild. Ich bin Maskengegner, Impfgegner grundsätzlich. Ich bin Gegner, grundsätzlich Gegner von allem. Mit Visitenkarten mit der einzigen relevanten Person in diesem Unternehmen. Du hast jetzt eckige, ne? Ja. Ah. Normalerweise sind auf Messen so Leute penetrant, ja. Sehr penetrant. Also ich kann mich ja nur an die Alpin-Messe erinnern, wo die Menschen von Dynafit einen auf Schritt und Tritt verfolgen, selbst am Stand von Zaleva, überall Dynafit-Menschen. Aber hier, niemand will mit uns reden. Alle sind eingeschüchtert von Freddys Kamera-Rig. Ich werde das dann hier gleich mal einblenden. Ach so, ja, so. Jetzt wird hier gegenseitig gefilmt. Ja. Jetzt wird geflext, wer hat hier die größere. Und er hat eindeutig gewonnen. Es ist nur die Frage, was er gewonnen hat. Rückenschmerzen wahrscheinlich am Ende des Tages. Eine gute Aufnahmequalität. Eine gute Aufnahmequalität. Wir haben das Beste fusioniert, was wir finden konnten. Seine Gerätschaften von der Uni, meine Kamera und seine Motivation, das Ding eine Stunde lang zu riggen, dass das Ding funktioniert. Und so läuft er jetzt 8 Stunden über die Messe. Noch lacht er. Noch. Da vorne findet man eine Person, die so viele intelligente Sachen sagt, sie könnte fast ich sein. Also es ist hervorragend. Here, and we have an insight from my colleague Berta from Lithuania, a very strict, a very sporty. Ich möchte an dieser Stelle auch einfügen, niemand, der hier sitzt im Publikum, sitzt hier wahrscheinlich freiwillig. Ah, guck mal, das Bild ist übrigens, das Bild, das hier auf dem Plakat ist, das ist von Pixabay. Das ist eine lizenzfreie Fotostock-Plattform. Also man sieht, hier werden keine Kosten und Mühen gescheut. Aber ist gut. Das ist nämlich auch noch was. Der Frederik hat es gerade angesprochen, das, was ich mir die ganze Zeit gedacht habe, wie machen die hier eigentlich auch nur einen Cent? Die sind jetzt hier, um auszustellen. Natürlich machen sie hier jetzt keine Kohle. Machen Networking, damit sie irgendwie neue Kunden, neue Firmen hier in Europa und Deutschland ansprechen. Aber in Wahrheit, dadurch, dass sie alle den gleichen Scheiß machen, wie verdient denn hier eigentlich irgendjemand Geld? Das kann doch nicht wahr sein. Also gut, die chinesischen Firmen, klar, die werden vom Staat finanziert, aber alle anderen, wie machen das die anderen eigentlich? Also ich verstehe das wirklich nicht. Also wir haben jetzt gerade nochmal, ihr seht das hier im Hintergrund auch, mit einer Firma gesprochen namens Radici Group. Und das ist eine italienische Firma aus Bergamo und die stellt Yarns her, also im Prinzip Garne aus 100% recyceltem Polyester. Warum ich euch das jetzt erzähle, finde ich deshalb ganz spannend, weil wenn ihr wisst, was die Industrie eigentlich jetzt macht, dann könnt ihr auch wissen, worauf ihr im Prinzip die Hersteller, die dann tatsächlich euch die Sachen verkaufen, worauf ihr sie festnageln könnt und woran ihr messen könnt, ob die Industrie und die Branche eigentlich mit den heutigen Entwicklungen so mitgeht. Denn was er mir erzählt hat, war, sie stellen 100% recyceltes Polyester her und sie schaffen es sogar, sie haben jetzt einen Prototypen mitgebracht, der hier eingeblendet wird gerade, und der kann nochmal recycelt werden. Das bedeutet, man zerschneidet den kompletten Prototypen wieder und erstellt neu das Garn wieder her. Und das bedeutet, wir machen einmal umweltschädliches, beschissenes Polyester und schaffen es dann aus dem Ganzen mindestens 2-mal voll funktionstüchtige Funktionsbekleidung herzustellen. Also es ist ein Skianzug, dreilagige Membran, ist alles kein Problem. Und ganz ehrlich, wenn wir das nächstes Jahr, 2023 kommt das Ganze für andere Firmen auf den Markt, wenn wir das nächstes Jahr nicht irgendwo angekündigt sehen von den großen 700, 800 Euro Herstellern, ja, dann wisst ihr, bei wem ihr euch bedanken könnt.
Was kommt denn jetzt? Was jetzt kommt? Zwei Toiletten für die Trinken. Okay, jetzt überschreiten. Jetzt wird gesoffen. Jetzt wird richtig gesoffen. Jetzt das war zu laut, warte mal. Man muss sich den Dreck hier echt schön saufen. Also ich möchte hier vorstellen, Bio-Based Material. Das steht hier drauf, alles wunderschön grün. Und es sind 69% maximal. Es sind 69% maximal darin Bio-Based. Und der Rest ist, ja, weiß man nicht, steht nämlich nicht drin. Unfassbar. Was da? Dieses Yormas Croissant heute. Ja, das Yormas Croissant, ja, wie war das? Das war richtig gut. Das war also, geil, oder? Das war richtig gut. Ja, sagst du, geil. Also ich empfehle wirklich Marzipan Croissant von Yormas. Ja. Und das kakaohaltige Milchgetränk war ebenfalls sehr gut. Ein kakaohaltiges Milchgetränk? Ja. Wo hast du das denn gekauft? Auch bei Yormas. Bei Yormas hast bei du Yormas. Das gekauft? Ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt selbige Qualität hier in dieser Kantine bekommen. Ja, nee, Yormas Qualität bekommt man nur bei Yormas. Dafür stehe ich mit meinem Ringfinger. Übrigens, wir bekommen 500 Euro für jedes Mal Yormas sagen. Sebastian, wiederhole doch nochmal den Preis. Achso, ja, gerne. Also, hier. Ein Croissant kostet hier 2,50. Dann wird man hier nehmen, ja, was wird das kosten? 1,90, 1,80. Trinken ist ja billiger als Essen, das kennt man so. Ist nicht ganz so. Das Croissant kostet immer noch 2,50, aber dafür zahlt man hier 4,50. Aber man hat halt auch einen Vorteil, man durfte selber anstehen, man durfte sich selber nehmen und diese Erfahrung will man nicht missen. Die ist mir mindestens 6,50 wert. Ich gebe Trinkgeld. Ich gebe Trinkgeld, ja klar. Für eine Laugenbrezel 17 Euro. Was? Ja, eher. Das, vor allem, weil es mich nicht mal abdeckt oder so, kann das sein? Vielleicht eine Hälfte? Freddy, was sagst du zum Tag auf der Fabric Fair, auf den Performance Days, auf Loop, wie auch immer der Scheiß hier heißt? Das war Sodom und Gomorra der Textilhersteller, würde ich sagen. Also teilweise, also Einzelfälle, Hersteller, sehr coole Firmen, coole Ideen. Aber wie wir gerade schon beim Rausgehen erkannt haben, ist es halt 200 Mal das Gleiche. Wir verkaufen Plastik und jetzt mal unter dem Label Sustainability. Ja, also ich glaube, dass... ich glaube, man muss vielleicht kurz mal erklären, jetzt zum Ende, erklären, was wir hier eigentlich besucht haben. Wir haben hier eine Industriemesse besucht, die von der Industrie für die Industrie gemacht wird. Im Prinzip kann man sagen, Hersteller von Textilien, von einzelnen Fasern, stellen hier aus und die ganzen Firmen, die ganzen Outdoor-Bergsport-Artikelhersteller, aber auch andere Outdoor-Firmen, die man kennt, die ihr im Laden kaufen könnt, die kommen nun hierher, schicken ihre Geier hierher und gucken, welche Textilien für sie in ihrer neuen Kollektion oder sonst was verwendet werden. Das ist ein wahnsinnig ekelhaftes Thema, weil es nur um Branding geht. Wie der Freddy schon gesagt hat, wir haben ein Produkt, 100% recyceltes Polyester als Beispiel, und das wird von 20, 25 Firmen angeboten und einfach nur rebrandet die ganze Zeit, wieder ein anderes Branding dafür und so weiter. Es macht überhaupt keinen Sinn, die Argumentationslogik der Firmen, die gibt es gar nicht, sie geben sich auch gar keine Mühe, und das ist auch gleich das Zweite, was ich gelernt habe. Die Firmen müssen sich dafür überhaupt nicht rechtfertigen, dass sie diesen Shit hier einfach so trocken anbieten. Sind da super viele neue, innovative Vorhaben geplant oder in der Mache, in der Forschung? Und Hanf ist natürlich eines der großen Dinge, weil es halt sehr leicht anzubauen ist und für wahnsinnig viele Dinge verwendet werden kann. Jetzt ist es allerdings so, dass diese Firma, die sich halt wie quasi das Eldorado für Hanfprodukte irgendwie quasi so nennt,
eigentlich nur zu einem sehr geringen Anteil Hanf verwendet. Also wir sprechen hier... Oder von, gar nicht. Ja, oder gar nicht so. Also keine Ahnung, was war das, so ein Badezimmerflurteppich oder so, keine Ahnung, 100% Plastik oder so. Also, oder Polyester. Jetzt nicht falsch verstehen, also, aber wie gesagt, dieser innovative Ansatz, ja, also jeder Stand hatte mindestens einmal das Wort Sustainability und Green und Environmental und so weiter drin. Aber letztendlich ist halt faktisch nicht viel drin. Ja, es wird halt sehr viel verwendet als Buzzword. Und da finde ich, kann man halt einfach nicht erwarten. Ich denke, bis da etwas wirklich Marktreifes rauskommt, das wird dauern. Und dann wird die Firma sich nicht auf den Performance Days präsentieren. Man sieht halt keine Innovation mehr. Und das Problem ist, das, was ihr nächstes Jahr kaufen könnt, das ist das, was wir heute gesehen haben. Also die Industrie wird das, was es jetzt heute hier auf solchen Messen gibt, in den nächsten Kollektionen verwenden. Insofern können wir jetzt quasi Wahrsager spielen und sagen, im Jahr 2023 und vermutlich auch im Jahr 2024 wird es keine Produktlinien auf dem Markt geben in der Outdoor-Branche, die irgendwas ganz, ganz neu machen. Ich bin halt mehr so ein Freund, langlebig und am besten dann nochmal irgendwie komplett wieder neu in den Kreislauf integrieren, weil ich einfach komplett dagegen bin, einfach so viel Schrott rauszuhauen, weil es, klar, ich kann die Firmen verstehen, die machen jetzt ein Heidengeld, wenn sie halt auf dieselben Ressourcen wieder zurückgreifen und das kapiere ich schon, besser als nicht, aber na, mach du mal. Ich glaube, was mir aufgefallen ist auf dieser Messe, ist, dass sich die Industrie generell sehr feiert für alles, was sie tun. Sie betrachten sich selber überhaupt nicht kritisch, auch die Besucher betrachten überhaupt nichts kritisch. Im Prinzip geht es hier um Ordern, um Liefern, um Invoices. Es ist alles ein sehr technisches Ding, das liegt wahrscheinlich auch am Messerahmen. Aber niemand beschäftigt sich hier wirklich mit den Themen. Auch die Standbetreuer, die haben rudimentär Ahnung von Sustainability, obwohl ihr Stand Sustainability bedient. Und das zeigt halt sehr gut, wie ernst dieses Thema schon genommen wird in der Industrie, nämlich halt gar nicht. Und keine Ahnung, ob sich das irgendwann mal ändern wird. Ich bin hier sehr pessimistisch, was das betrifft, weil ja, es gibt diese Ideen, die Firma aus Bergamo, die eben aus Plastik wieder das immer wieder re-recycelt. Also er nannte das Re-Recycling. Und die Idee ist super, sie haben jetzt einen Piloten da stehen, sie haben gesagt, der wird nicht kommerziell verkauft, weil das wissen sie noch nicht, wie gut das laufen wird und so weiter. Ja, es ist schwer zu sagen. Ich kann mir persönlich schwer vorstellen, dass die Welt nicht bereit ist für umweltfreundlich und für sustainable und für lang haltbar und nachhaltig. Aber die Industrie ist offensichtlich felsenfest davon überzeugt, dass das ein Randthema ist, eine Randerscheinung. Und wir haben das bei einem Vortrag gesehen, das fand ich großartig, da gab es eine Publikumsfrage. Da hatte eine Unternehmerin oder eine Frau, die von einem Unternehmen geschickt wurde, die Frau auf der Bühne gefragt, wie soll sie das denn wie soll sie sich das denn vorstellen? Sie sind ja Hochstapler, sie sind ja nicht sustainable. Wie sollen sie den Kunden denn verkaufen, dass sie sustainable sind? Und ich finde, das fasst die Messe perfekt zusammen. Wie verkaufen wir den Leuten eigentlich, dass wir sustainable sind? Es geht überhaupt nicht darum, sustainable zu sein. Ist vollkommen egal. Wir sind ja eh alle Hochstapler. Das war einfach ihre Aussage. Das war so der Shit. Und daran merkt man auch, wie wohl sich die Industrie auf solchen Messen fühlt. Und vielleicht ist es deshalb gar nicht so schlecht, wenn man hier mal unterwegs ist als normaler Laie und sich anschaut, was hier so abgeht. Das nächste wäre halt noch so ein bisschen auch die Verfügbarkeit. Wie wir gesehen haben, sind irgendwie alle, egal wer, alle sind irgendwie in der Produktion auf Anschlag und haben fast keine Kapazitäten mehr für Neukunden, was natürlich für die Firma toll ist, aber selbst wenn da jetzt super die innovative Firma herkommt, muss man schon sehr gezielt darauf zugehen, man muss schon sehr viel Glück haben, dass diese Firma dann auf einmal dann das Produkt dann auch produziert, was man gerade benötigt und die Absätze stimmen, dass das Produkt eine Zukunft hat und das ist alles so knapp bemessen und ich sehe einfach, das ist gerade auch im Autobereich, ja, das ist schon extrem, also ich weiß nicht, ich sehe da irgendwie noch gar keine Marktreife für diesen nachhaltigen Ansatz. Ich glaube, so kann man es stehen lassen, oder? Denke ich auch, aber wie gesagt, ich fand den Tag irgendwie, hört sich jetzt alles ein bisschen kritisch an, das ist auch für uns so ein bisschen das Resümee. Aber ich fand den Tag trotzdem ziemlich cool. Alleine das mal so gesehen zu haben und
Ja, auch so ein bisschen so für die Moral, es vielleicht einfach mal besser zu machen oder ich weiß nicht, so einen anderen Anspruch vielleicht einfach zu haben, ja, darauf einfach keinen Bock zu haben, das nicht zu bedienen. In dem Sinne eigentlich mega gelungen. Ich finde es mega gelungen. Wir hatten auf jeden Fall eine lustige Zeit, ab und an mal. Da gab es auf jeden Fall den ziemlich coole Momente. Hat sich für mich dennoch auf jeden Fall gelohnt. Ich glaube, es war wichtig, dass wir hier waren. Voll. Das ist das Schlusswort. Ja, nicht ganz. Nee, aber das Schlusswort überlasse ich dir. Ach so, auch. Aber ich sagte, es geht ja noch weiter, nur nicht heute. Es geht noch weiter? Es geht noch weiter, nur nicht heute. Ach so? Keine Ahnung, was er sich schon wieder denkt. Also, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Wie immer, eine wunderschöne Zeit und Bäcker.